So, meine lieben Kinderchen draußen, alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. So, wir sind gerade in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge gestorben. Ja, wir haben uns befranzt, ne? Haben uns mit Gegnern angelegt, mit denen wir uns nicht hätten anlegen dürfen. So, jetzt ist es so, wir müssen den ganzen Shit nochmal von vorne einsammeln, den wir eingesammelt hatten. Dieser Rabe geht mir hier voll auf den Sack, ey. Halt, kannst du dich auch mal deine Fresse halten, ne? Oh. Ey, wie soll ich denn mich denn jetzt... Ja, super. Wie soll ich mich denn jetzt wärmen? Am Feuer, natürlich. Das hieße, ich müsste mir tatsächlich jetzt ein Lagerfeuer bauen. Oh, ich habe auch nichts mehr zu futtern mehr am Stissel, ne? Das kann ja was werden, Leute. Ich brauche jetzt erstmal was zu futtern, damit ich genügend Dings... Ja, das ist echt... Das kann ja was werden. In der Nacht zu sterben, ist keine gute Idee. Beziehungsweise wieder neu zu spawnen. Ist eine sehr, sehr schlechte Idee. So, wir gehen jetzt hier in diese Richtung. Da ging uns das gar nicht mal so schlecht. Bis ich mich dann irgendwie nachher in den Norden verirrt habe. Kann ich die Blümchen essen hier? Das wäre der Hammer. Bing. Ja. Wir waren noch vorhin auf diesem wunderschönen Plateau. Wo ist dieser wunderschöne Plateau? Okay. Wir hatten das irgendwas Gruseliges wieder. Da ist Nebel. Nee. Ein Fluss, Wasser. Oh, wer ist er denn? Verpiss dich, du hässliche Missgeburt. Wow. Oh, wer schießt auf mich? Bist du irre? Na, er hier. Das ist doch ein geiles Fleckchen Erde hier eigentlich, so direkt, ne? Finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Alter, ist das Yggdrasil oder was? Das ist ja der Hammer. Wie geil ist das denn gemacht? Okay, cool. Da sind noch irgendwelche Kreaturen der Nacht. Wie schnell wäre das hier wieder Tag? Ich finde Tag finde ich eigentlich so vom Grundprinzip finde ich eigentlich auch schöner. Weil wegen Leben und Sonne, Wärme spendend. Ich finde das ziemlich gut. Diese Stelle, wo wir gerade hier gelandet sind, halte ich für eine sehr, sehr gute Idee, um uns da mal was hinzustellen. Wenn wir jetzt auch endlich mal Bäume... Ah, guck mal hier! Wir haben was zu essen gefunden. Na, das... Freut mich doch total. So, damit könnten wir jetzt endlich mal wieder einen Hammer bauen. Und mit dem Hammer werden wir uns dann versuchen, Lagerfeuer hinzustellen. Diese Kreaturen sind hier immer noch irgendwo. Wir müssen aufpassen. Da, hinten. Ich habe ihn entdeckt. Gleich zwei von diesen Affen. Der ist... Oh, sie kommen. Sie greifen uns an. Ah, Mama. Was wollt ihr? Kickbox. Alter, ich hab dich zuerst gekickboxt, Junge. Und jetzt kommt da noch so einer. Was sind die denn so super stark? Ich kann nicht mehr mit mich wehren. Weil ich nämlich Hunger verspüre. Können die durchs Wasser? Oh, die können auch durchs... Alter, bitte was? Ich geh ins Wasser und er saufe gleich. Lock, macht er. Ein Mann ist doch diese. Kann ich. Warum nicht? Jetzt rennt er weg. Jetzt hat er Angst. Oh, guck mal. Ein Schlag und ich bin müde. Angst. Siehst du, guck das an. Willst du es auch machen? Willst du es auch so haben, Digga? Nein, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich bin nass.
Und deswegen kann ich nicht mehr essen, oder wie läuft das jetzt hier? Ich wollte eigentlich meine ganze verfickte Energie eigentlich dafür haben. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich glaube, die sind gar nicht böse. Guck, der rennt ja wieder weg. Hab ich jetzt... Sind das vielleicht... Warum rennt er weg? Erst rennt er mir die ganze Zeit hinterher, jetzt rennt er weg. Hä? Was sind das für Leute? Hilfe. Und warum ist das Wasser gefährlich? Weil es kalt ist, oder was? Okay. Jetzt brauchen wir zwei Steine noch. Wir hatten hier doch irgendwo Steine gefunden gehabt. Wie lange so irgendwie anderthalb Minuten gehen, ne? Wie wir mit der Nässe da umgehen können, müssen, tun. Oder holt er Verstärkung vielleicht? Alles klar. Weg jetzt hier. Iss mich nicht, nein! Iss bitte nicht. Okay. Jetzt können wir. Hammer. Craften. Los geht's. Bam. So, lass mal hier gucken, dass wir hier ein Lagerfeuer hinkriegen, weil uns ist ja irgendwie angeblich kalt. Nee, lass uns mal hier hinten hin. An diesen anderen Strand. Hier vorne. Weil den fand ich richtig schön hier. Da war... Okay, nehmen wir gleich mal mit. New Material Flint. Oh. Hier finde ich das schön. Hier halte ich das alles für eine sehr, sehr gute Idee. Okay. Und hier bauen wir uns jetzt ein Lagerfeuer um dort. Was? Immer noch diese Viecher an den Start hier dort? Huhu! So. Wir brauchen noch fünfmal Steine, um uns ein Feuerdings aufzubauen. Ich sag dir eins, wenn wir das Lagerfeuer zusammen haben, bis dahin ist es schon wieder tags. Kann ich nicht aufsammeln, ne? Hä? Hä? Oh, das sind Rehe. Ach, die machen solche Geräusche, okay. So, wir brauchen... Wie viel sagte ich noch gleich? Fünf Sta... Oh, lass das doch einfach mal sein. So, ich hoffe, deine Freunde... ich hoffe, deine Freunde haben zugeguckt. Dann wissen die genau, was sie erwartet, wenn sie sich mit mir anlegen. Aber das Problem mit dem Stein habe ich noch nicht gelöst. Ah, jetzt aber... Gleich direkt 5 Stück, wa? Ne, 6. Okay. Ich hoffe, das kann man nachher gut sehen auf YouTube. Warum glitzert das hier so? Droppen die... Ah, okay. Damit machen wir Fackeln. Droppen die irgendwie so ein Zeugs oder mache ich das aus deren Fett oder was? Oh, guck mal, jetzt wird's tags. Ich hab's gesagt, wenn ich das Lagerfeuer zusammen hab, dann wird's Tag. Alter. Okay. Dann lass mal gucken. Ich denke aber, trotz alledem wäre es gar nicht mal so sinnlos, wenn wir uns hier jetzt irgendwie mal so ein Lagerfeuer anschaffen würden hier. Tag 2. Okay. Kann ich den auch da oben aufstellen? Ja, könnte ich. Oh, das brennt gleich direkt. Oh, das ist nicht gut. Nee, ein Feuer reicht. Dankeschön.
Okay, wir haben aber nur Crafting, brauchen wir eine Werkbank. Genau, richtig. Die müssen wir uns hier nachher irgendwo hinstellen. Cooking Station, die bauen wir wahrscheinlich da auch irgendwann. So, dann können wir das erstmal sein lassen mit dem Ding und wärmen uns mal ein bisschen am Feuer. Und genießen ein bisschen die Idylle. Den Sonnenaufgang. Amor. Ganz große, viele Amore. Wenn ich nur nicht hier alleine wäre. Aber ihr seht, ich krieg da wofür irgendwas. Huch. Wie war das? Kann ich das denn auch wieder ausmachen oder brennt das immer? Wenn das immer brennen würde, das wäre der Hammer. Ich finde, das könnte unsere Base werden. Kann man hier das auf der Karte markieren? Map. Wir markieren das hier als... Oh, Campfire. Das ist doch gut. Kann ich das hier... Da. Kann ich das nicht markieren? Markieren? Markieren. Markieren. Da oben liegt meine Leiche. Also eigentlich könnte ich die jetzt wieder plündern gehen. Also wieder zurückholen, wa? Okay, jetzt aber... Jetzt wird es mit Zeit, dass wir Knüppel uns anschaffen. Und uns irgendwie wieder Klamotten. Ich weiß nicht, ob ich da zu den Skeletten wieder hoch möchte. Zu den Skelettkriegern. Ich gehe mal davon aus, dass ich da nicht so gerne wieder hoch möchte. Oh, oh. Ah, ja, sachte, sachte, sachte. So. Brauche tatsächlich 6 Sachen für... FIFA vom Wett treibt sich hier bei mir herum. Es knattert und rattert immer im Gebüsch hinter mich. Oh, es wird nebelig. What? Oh, da kommen sie schon. Ich fresse dich! Also mit Knüppeln, das geht, glaube ich, viel besser. Ach, guck mal, können wir diese Steine hier mitnehmen? Klar, nehmen wir mit direkt. Bringt das auch was, wenn wir mit einem... Oh, tatsächlich, das ist ja geil. Ah, wir brauchen ja so ein Bait und was. Ich habe auch gar nicht geguckt, was jetzt eine fucking Werkbank kostet. Sollen wir es mal schnell tun? Wo kann man das hier aufheben? Oh, cool! Oh, oh cool! Das ist cool. Guck mal hier auch. Na, der ist aber ulkig gewachsen hier, wa? Egal. Ach so, ja, jetzt konntet ihr sehen, wie ich Medizin einnehmen muss. Ist nicht so schlimm. Hab nichts zu verbergen. Mushroom! Kann man die Mushrooms essen? Das wäre ja schlimm, wenn nicht, ne? Welchen Zweck hätten Mushrooms denn sonst? Oh, wahrscheinlich, um irgendwelche Leute zu vergiften dann oder so. Ich weiß nicht. Ich probier mal. Geht klar, Digi. Ich muss sagen, es gibt hier sehr viel Loot. Also das macht echt Spaß. Vielleicht sollten wir uns auch mal echt eine Axt irgendwie suchen. Bauen können. Gucken, tun sein können. Warte mal, wo ist die? Stone Axe. Brauchen wir 4-mal Stones. Na, da oben liegen schon mal 4-mal Stones. Passt perfekt. Na komm. Ja, haben wir den nehmen wir mit. Was war das? Ihh, geh weg da. Genau.
auf die Fresse von mir. Cool. So, nochmal Steine einsammeln. Nehmen wir alle mit. Dieses Geschnarche, was ist denn das? Immer das Geschnarche. Sind das vielleicht echt irgendwie kleine Waldgeister? Ja? So. Da haben wir noch Erdbeeren. Wie kann ich... Ich würde gerne mal wissen, wie ich das bloß markieren kann, wo ich meinen Campfire habe da. Weil wie gesagt, ich finde so Base irgendwie so Richtung Wasser finde ich immer ziemlich klasse. Da würde ich gerne meine Base auch hinstellen. Ich meine, die Welt wird wahrscheinlich unglaublich groß sein oder was, ne? Ach, guck mal, wir haben schon das andere Land entdeckt da quasi. Und hier sollen wir denn hin oder was? Aber warum... Ach, guck! Das ist ja gut. Ah, guck mal. Das muss ich mit... Okay, ich nehme alles zurück. Ich dachte, ich weiß, wie es geht. Irgendwie hat sich dieses Campfire irgendwie automatisch da hingezaubert auf die Karte. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. So. Wieder so ein Runenstein. So. Ulf. Okay. Stone Axe. Craften. So, und jetzt werde ich jetzt echt mal vor... Was haben wir jetzt hier eigentlich am Holz? Guck mal, 16 mal Holz, 9 mal Steine. Ist es das damit gestattet, eine Werkbank dann zu bauen? Schauen wir mal. Ach, guck. Und eine Cooking-Station. Was ist das? Okay. Okay. Ja. Okay, wir gehen dann eben halt wieder runter. Wir haben den die Axt gebaut. Nimm noch mal ein bisschen Sachen mit hier. Kann ich da so einen großen Baum wegnatzen hier mit? Jo, Diggi! Alles klar. Muss ich noch klar. Guck mal, wie er sich dreht. Und der macht den anderen kaputt. Hier. Und ich bin gestorben. Wer hätte denn erwarten können, wenn ein Baumstamm auf einen fällt, dass man dann stirbt? Das ist doch total unrealistisch. Man stirbt doch nicht im Laufen. Scheißdreck. Ich meine, da ist mein Dings, ne? Da können wir jetzt mal flott hin. Da müsste ich mein Shit hier auch finden. Gar nicht mal so weit weg gewesen hier. Oh Mann, alter Tomsi, du bist echt irre. Gott, Mann, Mann. Müsste hier sein. Aber hier liegt mein Shit nicht. Oh ne, ne, ich dachte, jetzt kann ich hier wenigstens meinen Rucksack oder so, meine Leiche, mein Grab, was weiß ich was. Aber der ist nicht da. Doch, da. Oh Gott sei Dank. Okay. Habe ich meinen ganzen Shit jetzt wieder zusammen, ne? Ach, Herr Jedo, das ist ja echt der Hammer, ehrlich. Alter Vater, hör mal, was kommt dabei rum, hör ich? Das ist ja Wahnsinn. Stehen. Digilein, nicht schlecht. Oh, 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 die Kloppen kommen hier, warte, diese Fraggles.
Maul, Alter. Hä? Alles klar. Too hard. Okay, na gut. Ja, ist ja gut. Ich kann lesen. Okay, dann gibt es nicht dazwischenrollen. Alter, ich hab. Aber das sollte uns ja schon echt weiterhelfen. So ab zum Dingens. Ich finde geil, wie unglaublich hoch wir springen können, ey. So. Cool. Lass uns nochmal schnell noch mit Knüppel ausrüsten. Dass eins wieder diese hässlichen Vögel da kommen. Aha. Der schlaue Mann sorgt vor. Nehmen wir mal schnell die Steine mit. Können wir alle gut gebrauchen. Ich glaube, ich sollte mir mal ein Tier oder so irgendwie... Ja, also die Elefanten sind keine Elefanten. Es sind Hirsche. Hirsch. Okay. Mushroom. Oh, was haben wir hier? Oh, Monstrums. Ruin. Ist hier irgendwas drin, ne? Nö. So, da wären wir wieder an unserem Grillplatz. Alter, was war das? Wildschweine. Ich hasse Wildschweine. Komm her! Was ist ein Neck? Ich glaube, das sind einfach nur gigantische Frösche. Kann man die... Ich habe jetzt ein Wildschwein getötet, ne? Necktail. Boah. Oh, guck mal, ein Fisch. Geil, und das Feuer brennt immer noch darüber. Das ist geil, also muss man das nicht nachfüllen. Finde ich absolut realistisch. Nein, ist klar. Aber trotzdem finde ich es mega. Stone? Okay. Okay. Nun stelle ich mir die Frage, soll ich mir eine Workbench müssen wir uns bauen? Vielleicht hier auch hier oben drauf. Ich finde, ich halte diesen Felsen irgendwie für sicher. Vielleicht machen wir einfach unsere Sachen hier drauf. So, pass auf. Kann man die nicht drehen oder so in der Richtung? Rotate. Ah, okay. War finde ich gut. Oh, der Geier kommt schon wieder. Na, mein Kind, hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Oh, ich dachte, das sind irgendwelche Tiere. Lass uns mal anhören, was der zu quacken hat. Also, wir können auf jeden Fall jede Menge Shit bauen hier tatsächlich. Okay. Alter, was jetzt auf einmal hier alles auftaucht, ne?
Ich würde gerne diesen ganzen Felsen hier mit einbauen. Und ich würde gerne eine riesen Base bauen. Zumindest so bis hier. Huch, ja gut, flieg, junge Adler und so weiter und so fort. Nein, 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 nein. Was ist denn das? Okay, cool. Was man da wohl anstellen kann, wa? So, Cooking Station. Ah! Aber vielleicht sollten wir damit erstmal warten. Warte mal eben. Wir machen erstmal... Warte mal, den Hammer wollte ich doch ausgerüstet haben. Lass mal nochmal auf den Hammer gucken. Und was gucken, was er so bauen kann. Guck mal. Wir können jetzt Treppen bauen. Wir können jetzt Dächer bauen. Wir können jetzt einen Boden bauen. Was kostet ein Boden? Einmal Holz und eine Werkbank. Wie niedlich das da hinten aufleuchtet, der Hammer, ne? Ich feiere das. Ach, guck mal, und das soll... Was soll das jetzt? Warte, Moment, Moment. Warum wurde das jetzt hier gerade so angezeichnet? Oh. Repair. Wie mache ich das denn? Repair. Wie repariere ich hier? Mouse, place, remove. Rotate? Was soll ich denn rotatieren hier? Linkes Shift-Geschichten-Bums. Ich verstehe nicht. Egal. So. Lass uns doch mal einen Boden bauen. Au. Cool. Kann ich dir noch einen Boden unterlegen? Weil ich würde es natürlich ziemlich geil finden, wenn das jetzt hier... Ah, guck. Kann auch eine der legen. Komm, da, wieso geht der jetzt nicht daran? Das wäre ja natürlich der absolute Oberburner gewesen. Der würde gehen. Hier, der hätte gegingt. Wieso ging der jetzt nicht? Weil ich davor stehe wahrscheinlich. Also, wie kommt, schnell kommt bitte der Schatten da auf einen zu, Alter. Das ist ja absolut mehr als gruselig. Okay, aber... Augenblick. Warte ich die ganze Zeit in der Aufnahme dann? Nein. Das wäre der Hammer gewesen. Telefongespräch mit meinem Vater mitgekriegt. So, es ist jetzt nun mal so mit den Eltern. Die rufen immer grundsätzlich dann an, wenn man gerade keine Zeit hat. So, also wir waren dabei, hier diesen Boden weiter zu verlegen. Schade, geht hier nicht. Hier geht's. Doch, hier sollte es doch auch. Es wird natürlich jetzt erstmal die erste Base und es wird natürlich nicht alles perfekt. Aber nah dran. Echt, mir ist kalt. Ich hätte hier gerne jetzt auch nochmal sowas draufgelegt, ne? Aber jetzt sagt das... Ja gut, das ist ja einfach nur, damit das hier so ein bisschen gerade ist, ne? Kann ich hier auch nochmal unterlegen? Warte. So wie ich mir es vorstelle, klappt es natürlich immer nicht, ne? Ach, hey, Kinders. Aber hier können wir ein bisschen... Das geht auch nicht. Sogar hier kann ich nicht mehr rauflegen. Bestimmt, weil mir auch die Sachen fehlen dazu, oder? Die Materialien. Ach ne, ich hab noch genügend. Warum klappt das jetzt auf einmal hier so gut und eben gerade nicht? Guck mal, geht doch eigentlich. Eine Brücke darüber bauen, das wäre der Hammer. Das wäre natürlich mördergeil. Meine Güte. Und jetzt hier gleich eine Treppe. Warte mal, das muck ich mal schnell. Warte mal. Schnell mal zur Bank. Zur Werkbank. So. Hier so eine kleine Rotation. Rotation. Wie kann ich die nicht kleiner machen? Gut, es ist zwar nicht ganz perfekt, aber es ist nah dran. Ja, okay. Das ist, was ist denn das? Woodfloor. Woodfloor. Ach, die sind ein bisschen kleiner wahrscheinlich, ha? Huh? Okay, lass uns mal ganz kurz uns erstmal aufwärmen.
Wenn wir hier... Ist die Kamera an? Ja. Wenn wir hier raus eine Base machen können, wenn wir tatsächlich das alles verlegen könnten, mit Holzböden, dann wäre das doch schon mal, glaube ich, geil hier oben. So sehe ich das. Oh, 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 ich bin nicht... ich habe mich selber gesmoked. Kann ich auch, wenn ich ein bisschen weiter weg bin von der Workbank, mir... Ja. Guck mal jetzt, wenn ich jetzt hier so anpacken könnte, hier so, so genau daran. Es geht, man muss das einfach echt nur andingsen. Dann haut das hier schon irgendwie hin. Ein bisschen mehr Sonne wäre natürlich geil jetzt, ne? Ah, es wird jetzt tags. Habe ich die Nacht mit Telefonieren verbracht, wa? Das ist auch nicht schlecht. Das wird hier gehen. Bis es alles zusammenfällt. Komm, das ging eben gerade da auch. Dann wird es jetzt auch klappen, Diggi. Jetzt genau hier rein oder genau da anschließend. Mann, dieses Zippeln, warum wutscht der immer hier beiseite? Das ist echt anstrengend. Leg ihn doch einfach dazwischen, ganz cool. Das wäre echt mega Mörder, super saumäßig geil. Das wird mein Herz auf Wärmstes erfreuen. Ah, komm. Also ein bisschen. So ein bisschen Wirrwarr hier, ne? Aber egal. So irgendwie. Na gut, unterlegen ist natürlich immer sehr, sehr schwierig dann hier, ne? Also ein bisschen Felsen werden wir wohl hier haben. So, jetzt nochmal eine zweite Leiter hier, wa? Und dann, also zweite Treppe. Und dann bin ich hier vollstens mit einverstanden. Soweit, so gut. Wenn das jetzt hier noch irgendwie verbindbar wäre, also wenn das hier noch... zusammenklappen könnte hier. Jetzt hänge ich mich hier schon an deine Base auf, Alter. Das ist irre. Ja, aber so bin ich halt, ne? Das ist eben halt... Sobald ich anfangen kann zu bauen irgendwas in irgendwelchen Spielen, dann baue ich auch. Und dann müsst ihr zugucken. Boah, eben. Dass er immer wegflutscht, das ist total anstrengend. Warum macht er das? Und versucht ihn so anzuvisieren und dann miteinander zu verbinden. Vereinigt euch! So, schmeißen wir hier rauf. Und irgendwie wird das schon klappen hier. So. So. Mal komm. Zack, Lebensnamen, Lagerfeuer. Ja! Genau so. Es sieht nicht gut aus, aber auch nicht schlecht. Naja, ich glaube vielmehr eher das eine als das andere. So. Oh, eben wolltest du das doch eben. Eben wolltest du es doch auch.
So. Denn ich habe nochmal vor, hier eben einfach nochmal hier was ranzulegen, dass der hier rangeht. Und dann möchte ich eigentlich... Feierabend machen für heute. Eine Treppe ranbauen, dann will ich Feierabend machen für heute. Das ist der Plan. Das ist mein Ziel. Wird die Treppe da reichen? Rotationen, Rotationen. Das mussten wir schonen. Was? Jetzt? Ey, ach Junge, warum gehst du nicht daran? Das wäre so nice, wenn du das machen würdest jetzt. Eben gerade wollte. Habt ihr es gesehen? Boah, das ist also... Boah, das ist so anstrengend. So. Ich hab mir noch mal eine Chance, das anzumachen. Genau so. Perfecto grande, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, ist das herrlich. So, hier können wir denn hier so hoch. So, vielleicht können wir das irgendwie hier nochmal ausbauen. Irgendwann. Und dann hier wirklich nochmal so, wirklich... Hier so ein kleines Hütchen. Da so ein kleines Hütchen. Und dann happy das erstmal, ne? So, Kinderchen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Mir hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.